Hallo und herzlich willkommen wieder bei Cosmic Matrix mit den Liebeskartenlegungen von mir. Ich begrüße dich wieder herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Legung wird vom Vollmond sein, jetzt vom 11. Februar bis zum 20., bis zum Neumond. Ja, und du siehst schon, was ich hier mitgebracht habe. Einen Engel und einen Engel. Immer einen verschiedenen. Einen anderen. Schau mal drauf, was dich anlacht, welcher dich anlacht. Und wir machen aber noch wieder so eine kleine Entspannungsübung. Und ich kann nur noch einleitend mag ich noch sagen, dass ich die Energien im Moment ziemlich intensiv finde. Auch Ängste sind auch bei mir spürbar. Und ja, es geht ganz schön ans Eingemachte. Die Themen, die, wo man dachte, man ist schon ganz, 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 ganz dran, habe ich das Gefühl, kommt man jetzt so an den Kern. Und auch mit diesen Portalen, die jetzt sind, mit diesen und den Eklipsen, habe ich auch das Gefühl, dass ich, wie soll ich sagen, immer noch tiefer komme, noch tiefer bis an den Urschmerz dran. So, und auch die Urängste, ja. Also das spüre ich schon selber auch sehr und ich hoffe, dass es dir gut geht und ich weiß auch, dass bei einigen gerade auch ganz schöne Sachen beginnen, wieder was ganz Neues, schon so Vorfrühlingsverliebtheitsgefühle kommen und ich schaue jetzt mit dir hier rein und dann gucken wir mal, was sich zeigt. Und wenn du bei mir öfter dabei bist, dann kennst du schon, dass ich immer am Anfang so eine kleine Atemmeditation mache. Und das möchte ich heute auch gern wieder machen. Also, wenn du magst, dann setz dich aufrecht hin, lade ich dich ein, entspann dich einen Moment, mach die Beine bitte parallel und einen geraden Rücken, fließen deine Energien besser. Und ja, wenn du magst, schließ die Augen, rufe deine Engel in den Raum hinein. Deine Führer, deine geistige Führung oder deine Engel, wen du magst. Und bitte sie, dich ganz klar zu führen, welcher Kartenstapel der richtige ist. Und bitte nimm dir auch nur das mit, wo du mit in Resonanz gehst. Heute hier ist ja immer so, weil es eine allgemeine Legung ist. Ja, gut. Spür mal in dich hinein. Dann atme. Mal tief durch, locker die Schultern und ich schlag die Klangschale. Dann kannst du gerne die Augen wieder öffnen und schau mal, wo dein Blick jetzt dich hinzieht. Und da schauen wir dann für dich nachher gleich nach. Und jetzt schaue ich erstmal bei den übergeordneten Energien. Hier ziehe ich nachher noch welche drauf, Affirmation. Schauen wir erstmal hier, was für uns alle kommt, für die spirituellen Energien und was so passiert im Moment. Was für die Liebe kommt. Hier, das ist ein Gruß von Avalon. Schauen wir mal, was da kommt. Oh, wie schön. Camelot, sei aufrichtig und treu dir selbst gegenüber. Also diese Karte, die wirkt bei mir immer einfach so wie dein Herz, dein innerer Schwur, den du dir einmal gegeben hast, womit du wofür du mit deinem Herzen einstehen willst. Also in Camelot, halt die Ritter an der Tafelrunde, die haben ja auch Ehre geschworen und ein Eid abgelegt und haben sich halt dafür etwas vorgenommen, etwas Gutes zu tun. Und auch diese Karte erinnert dich wieder daran, was ist denn das, was du wirklich von Herzen willst? Ich empfinde immer, auch wenn ich diese Karte sehe, das ist so unser Herz und da geht es wieder rein. Es geht wieder, dass wir in unser Herz kommen und du siehst ja auch diese leuchtende Kraft, die darin ist, dieses Feurige, diese
Power, dass du das wieder für dein Leben entfachst und für deine Liebe und wieder strahlen lässt. Und das ist ja meistens nicht nur in der Liebe, es ist meistens im gesamten Leben. Wenn wir uns entschließen, ja zu uns zu sagen, zu unserem Herz, zu unserer Liebe, dann fließt das natürlich auch ins Geld rein und in die Finanzen, in alles, ja. Von daher ist, ja, da fängt es immer an. Unser Herz ist unser wichtigster Energiekraftort auch, von der Energiearbeit her. Ja, entschließ dich doch wieder ganz aufrichtig und treu dir selbst gegenüber zu sein und die Liebe wieder in dir anzugehen. Und natürlich auch, was ich auch im Moment spüre, da kommen natürlich auch Ängste, weil Liebe und Nähe, da kommen natürlich auch Ängste hoch. Ja, was wir schon mal erlebt haben und wie uns jemand verletzt hat und wie das dann ist, jemanden zu verlieren. Aber die Aufforderung ist es wirklich wieder, an die Liebe zu glauben und für dein Herz einzustehen. Okay, dann schauen wir, was noch kommt. Und Kraft der Weiblichkeit. Was kommt denn da für uns? Nee. Ich habe ja gerade vorhin die andere Legung aufgenommen und da kam ja genau diese Karte. Und ich habe ja auch gesagt, es ist so feurig. Und auch die Hekate bringt diese Fackel mit, diese Göttin ist sehr, sehr kraftvoll und die geht mit der Löwenkraft, die auch sehr feurig ist. Und sie sagt, geh jetzt ganz tief in dich und spüre deine tiefsten verborgenen Herzenswünsche. Und ich komme und ich gebe dir die Kraft, ich gebe dir die Kraft meiner Löwin mit an die Hand. Und bitte rufe mich an, rufe die Göttin Hekate, sie ist sehr, sehr mächtig und schau, welche Power sie hat. Sie kommt und bringt die Fackel und sie bringt auch in den letzten Winkel deines Herzens dieses Licht, damit du wieder ganz arg an deine Wünsche glaubst und an die Liebe glaubst und wieder der Liebe vertraust. Und wenn wir durch so ein Portal rutschen, wie im Moment, fühlt es sich wirklich an wie ein Geburtsprozess. Und ihr wisst vielleicht, wenn man im Geburtskanal steckt, dann weiß man noch nicht, wie das ist auf der anderen Seite. Man hat nur Angst, man bleibt stecken. So ungefähr fühlt es sich an. Und ja, glaub daran, dass du auf der anderen Seite rauskommst und dass da das Licht für dich leuchtet und dass die Liebe wirklich da ist, dass sie dir zusteht. Ganz wunderbar, das passt sehr stimmig zu dem, was ich auch wahrnehme. Vielleicht geht es dir ja ebenso. Schauen wir, es wollten heute zwei Lichtbegleiter kommen hier. Wer kommt denn da jetzt? Annehmen. Ja, es geht darum, dass wir wieder annehmen dürfen, uns öffnen und wirklich sagen, ich darf empfangen, die Liebe steht mir zu, das Gute ist da, ich nehme an. Ja, dass wir aus der Angst rausgehen und uns klein und eng und zumachen und sagen, nein, 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 da kommt bestimmt nur was Schlimmes, sondern mach dich auf, roll deinen Rücken auf und öffne deine Zellen und schalte wieder auf Empfang vom Universum und sage, ja, das Gute kommt, das steht mir zu. Das ist der Prozess und das ist auch, wenn man da drin steckt im Geburtskanal, dass man das in dem Moment ja nicht glaubt. Aber ja, du darfst annehmen, das Gute kommt. Schau, das in die Form hier von diesem Heiligen Geist, von dieser wunderschönen Taube. Das Universum möchte ja, dass es dir gut geht. Schauen wir, was noch kommt für dich. Erlaube es. Also jetzt passt es, weil es mussten zwei Karten sein. Annehmen und erlaube es. Das ist ja doppelt. Du darfst annehmen. Es darf dir gut gehen. Und sag nochmal ganz bewusst ja. Ja, ich sag jetzt ja zur Liebe. Ich sag wieder ja zum Leben. Ich sag ja zur Freude. Das steht mir zu. Und schau, dieses Einhorn, das hat so wunderbar rosa in der Mähne und das ist auch immer so ein bisschen die Babyenergie, Neustart, Liebe, alles noch ein bisschen nackig, ein bisschen zittrig und man braucht Schutz und es bringt ganz viel Freude mit dieses Einhorn. Es schaut ganz selbstbewusst rein und ja, sag jetzt ganz bewusst, ja, ich nehme diese neuen Energien, die da jetzt für mich kommen, an und ich entscheide mich wieder für die Liebe. Dann kommen hier Maria Magdalena, da sollte ich auch zwei Karten nehmen. Schauen wir mal, was da kommt. Ja, eine Veränderung kommt für uns, eine positive Veränderung. Und wir dürfen vertrauen, dass das, was kommt, gut ist. Alles ist im Fluss. Hier unten ist, siehst du ja auch einen Fluss. Und der Fluss fließt, du kannst ihn nicht festhalten. Du kannst das versuchen, aber es geht nicht. Und so fließt auch unser Leben. Und wir werden immer an den Ort getragen, der gut ist.
Und von daher erlaube es, nehme es an, schwimme mit dem Fluss, lasse die Sachen vorbeifließen, die einfach in sich gar nicht festzuhalten lohnen, die zu schwer sind, damit auch du einfach im Fluss gut schwimmen kannst. Vertraue dem Leben. Und dann kommen die Engel zu dir. Da kommen ganz tolle Engelkräfte, die dich jetzt unterstützen. Schau mal dieses Bild. Deine ganzen Aurafarben werden geflutet. Es bringt ganz, ganz viel, wie ein Regenbogen, ganz, ganz viel Licht. In jedes Chakra bekommst du Licht. Und die Engel sagen, ich bin geborgen unter den Engelsflügeln. Die Engel tragen dich gerade jetzt, wo du vielleicht, wenn es bei dir so ist, auch das Gefühl hast, also ich kenne mich nicht mehr aus, also ich verstehe hier gar nichts mehr, es fühlt sich alles ganz arg an. Und ja, es ist im Moment die Zeitqualität und die Engel sind bei dir, die tragen dich dadurch. Vertrau, fließ mit, nimm an und öffne dich für die Liebe, denn da wartet ganz viel Gutes auf dich am Ende, wenn wir da durchgeflutscht sind. Alle, wir sitzen ja alle in einem Boot und bei dem einen zeigt sich's mehr so und bei dem anderen mehr so, aber letzten Endes sind wir kollektiv alle in diesem Prozess drin. Okay, dann schauen wir mal nach, wenn du jetzt hier dieses Engelchen hier hast, von einer lieben Freundin, eine Künstlerin, die hat mir das gemacht. Gut, dann schauen wir für dich nach, was dich begleitet die nächsten 2 Wochen oder was gerade vorgeht. In dir schauen wir mal nach. Wow, da kommt die Flirt-Energie. Das ist schön. Lass andere an deiner unbeschwerten Energie teilhaben. Ja, vielleicht bist du schon in dieser Flirt-Energie, dass du wieder zum Leben Ja sagst und dich wieder so richtig freust auf schöne Begegnungen und auch rausgehst und Menschen begegnest. Und ja, vielleicht ist es schon bei dir, wenn es jetzt noch nicht da ist, dann ist es auch die Einladung, ganz bewusst wieder zu sagen, ja, ich gehe raus, auch wenn ich mich gerade so und so fühle. Ich sage wieder Ja zum Leben. Ich nehme wieder an Dingen teil. Ich beschließe jetzt einfach wieder mehr Spaß zu haben. Ist auch eine Einladung, alles wieder ein bisschen leichter zu nehmen. Und das wird dir gut tun. Oder du wirst angeflirtet. Ist ja auch immer alles auf Resonanz. Wenn du sagst innerlich Ja zum Leben, ich vertraue, ich lasse mich tragen, da wo es mich jetzt mit dem Fluss hinträgt, dann bist du ja auch ein bisschen lockerer und dann ziehst du ja auch schon wieder mehr das an, dass das Gegengeschlecht oder dein bevorzugtes Geschlecht, also es ist ja alles okay, wer mit wem sich lieben mag, genau, dass du wieder mehr Anziehung aussendest dadurch, wenn du wieder leichter wirst. Also lass los, was noch loszulassen ist, damit du wieder mehr strahlst und strömst und die Freude anziehst. Das ist jetzt bei dir gerade. Schauen wir mal, was noch kommt. Hier. Was kommt denn da für eine Karte? Sei hilfsbereit. Bemühe dich aufrichtig zu zeigen, wie viel dir am anderen liegt. Ja, also hier, wenn du schon am Flirten bist, dann habe Mut, das auch zu zeigen, wenn dir der andere Partner gefällt. Jetzt spiegelt es hier ein bisschen arg. Und wenn du natürlich jetzt noch alte Ängste kommen und du das jetzt ganz im Geheimen für dich trägst, dann ist das natürlich auch die Karte, komm da raus aus deinem Schneckenhäuslein und vertraue wieder dem Leben und zeig dich mit deinen Gefühlen, sei da authentisch. Mach ein Kompliment oder frag, ob du unter die Arme greifen kannst. Ein Lächeln, ein Liebeswort, eine Nachricht. Geh auf den anderen zu, weil auch dein Partner, wenn du jetzt schon einen festen Partner hast, wo es vielleicht gerade nicht so einfach ist, der steckt auch im Moment in Prozessen drin. Und da ja hier mehr Frauen zuschauen, die Männer stecken in heftigen Prozessen im Moment. Ja, ich sehe das einfach so kollektiv, nehme ich das wahr, wenn ich auch energetisch arbeite, da die Männer sich ja so sehr von der weiblichen Energie abgeschnitten hatten und ihr habt es ja gesehen, es kommt immer wieder die weibliche Energie, die weibliche Göttin, die innere Göttin und das dauert, die sind so im Prozess und die haben so Angst auch vor Gefühlen und dann sei da auch, wie soll ich sagen, nicht zu hart, wenn es ihm nicht gut geht, wenn er auch Ängste hat, dann bring du die Leichtigkeit, die Lockerheit wieder rein und locker diese ganze Situation dann auf. Es kommt jetzt drauf an, wo du gerade stehst, ob du einen Partner hast oder so. Ich muss jetzt alles so ein bisschen erwähnen. Genau, dann sehe halt auch, dass auch du da ein bisschen auf den anderen zugehen darfst.
dass es nicht immer, wenn der andere nicht gerade sofort locker ist, es muss nicht bei Männern unbedingt was heißen, weil die können das manchmal nicht so gut mit den Gefühlen ausdrücken, weil sie doch mehr im Kopf sind. Es gibt auch sehr verkopfte Frauen, gibt es auch, will ich jetzt gar nicht so pauschalisieren. Ja, aber hab einfach Mitgefühl. Wir stecken gerade alle in diesem Geburtskanal und wenn es dir möglich ist, dann sende ein schönes Signal. Und du siehst ja auch der Amor hier oben, da fliegen ja auch die Rosen. Er hat ja diesen Amor-Pfeil. Ja, und dann gib ein Zeichen, weil das vielleicht deinem Seelenpartner, deiner Seelenpartnerin genau das Zeichen ist, was sie jetzt braucht, um da durchzukommen. Ja? So wie es dir geht, so geht es auch anderen. Oder du bist schon am Flirten und dann zeig das, dann geh raus damit. Je nachdem, was gerade bei dir ist. Also es fühlt sich schon an, als ob da bei euch schon was leichter wird und schon was am Werden ist. Also ich spüre halt immer so zu den verschiedenen hin und ja, ich hoffe, dass ich da keinen übersehe. Dann verzeih es mir, das ist ja auch eine allgemeine Legung und da sind ganz viele Menschen drin. Ich versuche so gut wie es geht, was ich durchkriege, zu sagen. Aber wenn du es halt noch genauer wissen willst, dann musst du das persönlich bei mir buchen. Hier habe ich jetzt noch von den Karten der Wahrheit des Herzens was. Schauen wir mal, was da kommt. Da kommt der Hinweis auf die Selbsttäuschung. Manche Probleme sind Einbildungen. Das heißt, dass deine Gedanken dir manchmal sagen, dass da ein Problem existiert. Aber eigentlich vom Herzen her ist alles gut. Und es sind nur die Gedanken, die uns verwirren. Und das passt im Moment total auf die Zeitqualität, was ich auch wahrnehme, dass man sich von den Gedanken ganz leicht täuschen lassen kann und von dem Außen, von Medien und sonst was, will ich gar nicht anfangen. Genau, bleib bei deiner Herzenergie, sei dem treu und spür da rein und geh nicht zu sehr in die Ängste und in die Gedanken rein, weil es eine ganz andere Schwingung ist. Verbinde dich mit deinem Partner, deiner Partnerin mehr übers Herz oder über die Seele und sprich mit der Seele. Oder natürlich, wenn ihr das könnt, wenn ihr schon in Kontakt seid, dann gib Zeichen, dann schreib was Nettes oder Blumenstrauß oder was auch immer dir da einkommt. Dann hör auf deine, sei mutig und ja, flirte halt auch mal wieder. Es kommt jetzt eh der Frühling und flirten ist schön und das Leben darf Spaß machen, ja. Es darf schön sein. Wir dürfen ja zu dieser Freude sagen. Wir dürfen uns das wieder erlauben. Auch wenn es viele Jahre her ist, dass du geflirtet hast, dann trau dich einfach wieder. Du bist wunderbar, du bist liebenswert, du bist wunderschön, wie du bist. Die Engel sehen dich eben mit diesen Augen der bedingungslosen Liebe und auch du darfst dich wieder mehr so betrachten. Ich lege dir jetzt hier noch eine Affirmation, die dir auch jetzt für die nächsten 2 Wochen hilft, weil auch das jetzt nochmal intensiv sein kann. Ich hoffe, das ist Gutes bei dir. Mal schauen, was jetzt kommt. So. Gucken wir, was für dich kommt. Hier kommt eine grüne Karte. Hier steht, weiß nicht, ob man es lesen kann. Frieden und Harmonie sind in mir und um mich herum. Ich empfinde Toleranz, Mitgefühl und Liebe für alle Menschen und auch für mich. Ich bin in Frieden. Ja, wunderschön. Ich bin in Frieden. Also, es bringt ganz viel Ruhe bei dir rein. Ich bin in Frieden. Dass auch die Gedanken dich nicht mitziehen, dass du dich wohlfühlst in dir und die Harmonie immer wieder einlegst und den Frieden. Ist doch wunderschön. Ich glaube, man kann es nicht so gut lesen, weil es auch ein bisschen spiegelt. Ja, sei tolerant. Zu dir, genau, komm immer wieder ins Gefühl zurück, ins Mitgefühl, hab Liebe zu dir selber, sei nicht so hart zu dir, genau, liebe dich. Und dann, wenn es ist, viel Spaß beim Flirten mit dem Leben, wieder Neues ausprobieren, Kontakt haben, einfach das ein bisschen spielerisch auch wieder üben, unter die Menschen zu gehen. Ja, viel Spaß dabei. Dann schauen wir hier, was der kleine Engel zu dir sagt, was dir die Engel da für eine Botschaft bringen für die nächsten 2 Wochen. So, da kommt für die Liebe
Ja, du darfst ohne Angst lieben. Mach dein Herz auf, um die höchste Allergien, aller Energien zu geben und zu empfangen. Ja, und das ist das, wo ich schon gesagt habe, wenn man da in so einem Prozess ist, dass die Ängste natürlich ganz arg wieder hochkommen, die wir schon ganz lange mit uns herumtragen und von meiner spirituellen Arbeit weiß, die tragen wir auch manchmal nicht erst seit einem Leben mit uns herum. Und im Moment werden diese Ängste halt gereinigt und wir stehen kurz vor dem Ziel, so wie ich es wahrnehme. Und die Ängste zeigen sich jetzt natürlich nochmal. Und du darfst ohne Angst leben. Es ist eine ganz alte Angst bei einigen, ja, was ich wahrnehme. Und auch in diesem Leben hast du dann wahrscheinlich wieder so Dinge erlebt. Auch ich, jeder Mensch auf der Erde hat sowas erlebt. Und jetzt darfst du aber wieder Vertrauen lernen. Weil wenn wir unser Herz wieder weit machen, fühlen wir uns erstmal viel, viel besser. Da fließt wieder die Energie rein vom Universum. Und dann ziehst du auch mehr die Liebe im Außen an. Wenn wir aus Schutz eine dicke Mauer um unser Herzchakra gebaut haben, dann fühlen wir uns erstens, wie ich selber weiß, sehr schlecht. Du kriegst echt wenig Energie, du bist ganz traurig. Und ja, aber manchmal, wie soll ich sagen, wenn ein Schockerlebnis passiert oder so, dann ist das einfach eine normale Reaktion. Und wir dürfen dann wieder lernen, da wieder rauszugehen. Und natürlich, wenn wir jetzt in solchen Prozessen sind und auf der Erde passiert ja auch gerade viel, dann triggert es alte Ängste an, ja. Und auch wenn du schon jemanden hast, den du lieben kannst, der da ist, und diese Ängste werden immer wieder berührt, aber die werden deshalb berührt, damit du sie gehen lässt. Und wie gehen diese Ängste? Indem du sie annimmst. Indem du, das ist auch dieses Annehmen, indem du einfach hier sagst, ich nehme euch jetzt an, ich sehe euch. Nicht wegmachen, wegmachen, wegmachen. Da gehen Ängste nicht weg. Ängste gehen gut weg, wenn du sagst, ich sehe euch. Ich sehe euch jetzt, ich achte euch und ich nehme euch jetzt an. Ich gebe euch jetzt meine Aufmerksamkeit, meine Liebe. Du kannst mit Ängsten auch reden. Also ich rede mit allen Anteilen in uns, mit Klienten und das ist sehr heilsam, weil wir haben sie viel zu lange weggesperrt. Und jetzt ist, glaube ich, so eine große Zeit der Transformation, dass du wieder diese Ängste liebevoll integrierst, damit sie gehen können, müssen wir sie erstmal anschauen. Okay, also bei dir geht es darum, wieder zu vertrauen. Du darfst lieben. Jetzt habe ich viel geredet, aber das ist wichtig. Ich spüre das, dass ich das sagen soll. Dann schauen wir mal hier, was da kommt. Sei bereit, die Liebe zu zeigen. Wenn wir Liebe zeigen, erhalten wir mehr Liebe. Ja, und das hängt natürlich auch hier 1:1 mit diesen Ängsten dann zusammen. Aber schau mal, das ist so schön, wie die Frau hier in diese Muschel reinschauen, da drin sitzt wieder eine Frau. Ja, und du sitzt jetzt vielleicht in dieser Muschel, in diesem Schneckenhäuschen und überlegst dir, kann ich ja wieder rauskommen? Ist es auch sicher ohne meine harte Schale da draußen? Bin ich dann verletzlich? Und du darfst da wieder rauskommen, weil hier draußen ist das Leben, da drinnen ist es einsam. Du darfst die Liebe zeigen und sie wieder zulassen und sie wieder komplett einladen in dein Leben. Dafür ist jetzt der Moment. Und nehme die Ängste liebevoll an. Suche dir vielleicht jemanden, der dir da durchhilft, wenn es ganz arg ist. Es gibt ja auch so Art Panikattacken-Sachen. Also wirklich, wo das massiv ist, da kannst du dir auch jemanden suchen, der dich da durchbegleitet. Man muss nicht alles alleine machen, bin ich auch inzwischen der Meinung. Ja, such dir einen guten Coach oder Therapeuten. Hier. Schauen wir von den Karten der Wahrheit, was dich da noch begleitet. Da geht es um Emotionen. Verliebt sein bedeutet, seinen Traum zu träumen. Lieben bedeutet, die Wahrheit zu sehen. Verliebtheit ist wundervoll und wichtig, um sich zu finden und zu verbinden. Daraus kann Liebe entstehen, um auch zusammen zu bleiben und miteinander wachsen zu können. Suchen Sie nicht immer wieder die Verliebtheit, sondern suchen Sie die Liebe. Ja. Das ist auch, wie soll ich sagen, wenn wir wirklich uns auf eine tiefe Liebe einlassen,
dann geht das natürlich viel tiefer und dann kommen wir natürlich hierhin an die Ängste. Wenn wir uns oberflächlich verlieben, was natürlich auch Spaß macht und schön ist und ich finde, das soll man auch, man soll sich verlieben und dieses Gefühl auch genießen, aber es ist an einer Oberfläche irgendwo, man kommt nicht so, es ist eine andere Qualität und wenn du jemanden wirklich liebst, dich wirklich öffnest, wirklich aus dieser Muschel rauskommst und wirklich sagst, ich stehe jetzt hier nackig, du kannst jetzt alles sehen, meine ganzen Schmerzen, meine Baustellen, ich laufe jetzt nicht mehr weg davor, ich bin jetzt da und das ist auch Liebe, dass du da auch da bleibst in der Beziehung und da durchgehst mit jemand und auch dir gegenüber nicht wegläufst vor diesen Themen, sondern da dran bleibst. Also ich habe das Gefühl, dass es da im Moment drum geht, dass du wirklich mit deinen Gefühlen liebevoll bist und sie annimmst. Und dann kommst du auch ein ganzes Stück weiter. Ja. Du darfst wieder lieben. Ich lege dir eine Affirmation. Ich ziehe dir jetzt hier eine Affirmation, die dich positiv unterstützen kann. Schauen wir mal nach, was da kommt. So, ich ziehe dir jetzt noch hier eine Karte drauf, was dich noch als Affirmation unterstützen kann. Schauen wir mal, was da jetzt für dich kommt. Dann nehme ich die da. Hier, guck mal, die ist ja toll. Ich bin liebenswert. Ja, das bist du. Habe ich ja gesagt. Hier, ich muss mir Liebe nicht erst verdienen. Ich bin liebenswert, wie ich bin. Andere spiegeln die Liebe, die ich für mich selbst empfinde. Ja, du darfst dich noch viel, viel mehr lieb haben. Und dieser Satz ist so schön. Ich bin liebenswert. Der wird dich unterstützen. Werd dir darüber klar, wenn du still bist, dass du einfach nur, weil du da bist, wunderbar bist. Und das, was auftaucht, das darf jetzt heilen und nimm es an. Und ja, vielleicht machst du ein bisschen irgendwas Gutes für dich. Lässt dir irgendwas, weiß nicht, was dir gerade gut tut. Yoga, Qigong, ich bin ja auch Yogalehrerin, irgendwas, wo du... Weil wenn wir, da kommen wir auch an mehr Liebe ran, an mehr Selbstliebe. Tu was Schönes für dich. Lass es dir gut gehen, ja? Alles Liebe. Dann kommen wir weiter. Jetzt kommen wir zu dem Engelchen hier. Wenn du dich für den entschieden hast, dann komm für dich die Vergebung und Lernen. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Also da kann es jetzt auch bei dir sein, dass es nochmal innerlich nochmal die Prozesse hochkommen, dass nochmal es um ein Loslassen geht. Du siehst ja auch, wie er hier den Kopf beugt und der andere den Kopf festhält und die Engel da oben sind und helfen. Die Engel sind jetzt auch ganz nah bei dir und ich weiß, dass es im Moment für viele wirklich ja, sich gar nicht leicht anfühlt und es geht einfach darum, um auch Loslassen, um ja, aufhören, sich selber zu sagen, wie das alles gewesen ist, weil wir sind die, die das immer wieder aktivieren, wenn wir Schuld zuweisen oder immer wieder darüber nachdenken. Und du darfst jetzt auch dir erlauben, hier oben war das ja mit Erlaube es mit dem Einhorn, du darfst dir jetzt erlauben, dass es dir ab jetzt besser gehen darf. Du darfst dir jetzt bewusst sagen, ich gehe wieder für mich, für meine Liebe. Ich möchte, dass es mir wieder gut geht und deswegen werde ich jetzt diese alten Geschichten loslassen. Ja, dass du die nicht wieder aktivierst, sondern sagst, hier, ich fließe im Fluss mit, ich schwimme jetzt weiter. Ich lasse die Veränderung zu. Das Leben geht weiter. Es wird wieder neu. Du bist immer wieder neu, jeden Moment. Entscheide dich dafür. Lass das Alte gehen. Und es wird wieder viel mehr Liebe kommen, wenn dir das möglich ist. Es ist eine Zeit der Heilung im Moment, wie mir scheint bei dir. Schauen wir mal, was noch kommt. Denn schätze diesen Augenblick. Jede Situation birgt in sich die Chance zu wachsen und Liebe zu finden. Also diese Karte, schau, die Frau schaut hier auch in eine Muschel ganz tief rein und da drinnen ist wieder eine ganze Welt spinnt sich da vor ihren Augen, eine ganze Geschichte, dass auch in dem Verborgenen, in der Muschel, innen drin, wir hatten jetzt bei dem anderen gerade auch die Muschel,
Ja, auch wenn von außen die Muschel jetzt vielleicht pieksig aussieht und man denkt, so was ist denn das für ein Ding, dass da drin aber sich ein Schatz verbirgt, dass auch in der Situation, die jetzt, wo du sagst, diese Schmerzen, ich will die nicht haben, ich mag das nicht, ich fühle mich schlecht, ich bin allein oder ich fühle mich übel oder er oder sie hat mir das und das angetan. Jede Situation bringt dich näher zu dir und die macht, dass du dir selber nahe kommst, dass du an deine inneren Schätze rankommst. Du weißt ja, wie eine Perle entsteht. Eine Perle entsteht durch Druck und durch, wenn eine Verunreinigung in eine Muschel kommt und dann entsteht so ein Schatz, eine Perle und auch in dir entsteht durch diese Situation jetzt etwas, auch wenn du das gerade nicht sehen kannst. Es gibt auch in dieser Situation etwas, was daran gut ist. Und du wirst es auch später feststellen, dass es dich weiterbringt, dass es Chancen birgt zu wachsen, der Liebe wieder entgegenzukommen. Oder vielleicht auch zu sagen, ich lasse jetzt wirklich los und entscheide mich dafür, diese Situation zu verlassen, die mir jetzt gar nicht mehr gut tut. Und das ist dann auch ein Schatz, der in dir entstanden ist, in der Tiefe, den man noch nicht sehen kann. Bei dir sind zwei Karten der Wahrheit herausgekommen. Schauen wir mal, was da kommt. Einmal geht es um die Gedanken. Gedanken sind ein endloser Fluss, der durch ihren Kopf zieht, mehr nicht. Ja, die Gedanken. Es sind einfach nur Gedanken und du bist nicht deine Gedanken. Und die fließen dahin und fließen dahin. Man sagt auch bei der Meditation wie Wolken, lass die Wolken vorbeiziehen. Verkeil dich nicht mit deinen Gedanken, geh nicht so rein, lass sie fließen, sei im Fluss, lass sie wieder los und es ist in Ordnung. Fließ einfach weiter. Ja? Gib deinen Gedanken nicht so viel Kraft. Und dann kommt noch die Karte Selbsttäuschung. Meinungen verstärken Irrtümer. Jemanden von der eigenen Meinung überzeugen zu wollen, ist gleichbedeutend damit, die eigene Illusion zu verstärken. Und es erzeugt Abstand, selbst wenn man gewinnt. Wenn sie anderer Meinung sind, hören sie dem anderen dennoch aufmerksam zu und versuchen sie ihn zu verstehen. Und dann lassen sie dieses Verstehen zwischen sich wirken. Ja, das sind natürlich auch die Gedanken, wenn du deinen eigenen Gedanken einen argen Glauben schenkst und dann möchtest du jetzt auch noch vielleicht die anderen Menschen davon überzeugen, dass vielleicht dir jemand Unrecht getan hat und diese Person, ich spekuliere jetzt, kann auch was ganz anderes sein, diese Person jetzt natürlich schuldig ist und sie hätte dieses und jenes tun sollen und jetzt hat sie dir alles versaut. Und das sind Gedanken. Denn in jeder Situation ist ein Schatz, auch wenn du den gerade vielleicht nicht sehen kannst. Aber es ist ein Schatz darin, lass die Gedanken ziehen. Du darfst auch viel mehr bei dir wieder ankommen, aus dem Kopf rauskommen, wieder ins Herz, ins Spüren reinkommen, ins Fühlen reinkommen, etwas für dich tun und aus dem Kampf rausgehen. Du musst überhaupt niemanden überzeugen, gar niemanden. Das brauchst du nicht, das ist viel zu anstrengend, das kann man nicht. Das ist nicht möglich. Ja, schätze diesen Augenblick. Du wirst das später merken. Wir sind, wie gesagt, in einem Geburtsprozess. Du wirst das später merken, dass das dich an einen guten Ort gebracht hat. Auch wenn du jetzt mich vielleicht gar nicht magst, wenn ich das sage, weil man das in dem Moment auch nicht glaubt. Ich weiß das selber. Man glaubt das dann gar nicht. Aber es wird gut werden am Ende. So, erlaube dem Fluss des Lebens, dich dahin zu tragen, wo du hinfließen sollst. Ich ziehe dir jetzt hier eine Affirmation noch obendrauf. Und dann schauen wir mal, was für dich kommt, was dich unterstützen kann, was dich tragen kann. Ja, du darfst noch ganz viel loslassen, kommt mir so. Und das wirst du auch schaffen. Du hast Unterstützung. Die Engel helfen dir dabei, die sind da ganz nah bei dir. So, da kommt. Ich bin offen für mehr Wohlstand in meinem Leben. Du siehst, die Frau kriegt gerade einen Brief. Sie hat errötete Wangen und freut sich scheinbar. Eine positive Nachricht bekommen, die Frau. Ich empfange jetzt Gutes aus bekannten und unerwarteten Quellen. Unerschöpfliche Reichtümer, die meine kühnsten Träume übertreffen, fließen mir zu. Ich bin über alle Maßen gesegnet. Ja, wunderbar. Du darfst dich gut fühlen. Es darf wirklich der Wohlstand in dein Leben fließen jetzt. Und das wird sicherlich kommen, wenn du da durchgehst. Du wirst
Wohlstand ist natürlich materielles Geld. Wohlstand ist aber auch einfach Frieden in den Gedanken, Frieden im Herzen, Harmonie. Das ist auch Wohlstand. Ich wünsche dir natürlich, dass du wirklich viel Geld bekommst, aber es hat mehrere Ebenen. Und wenn man sehr aufgeregt in einem Kampf verstrickt ist und in die Gedanken einen umtreiben, dann ist es auch schon einfach Wohlstand, wenn man mal Ruhe hat im Kopf und sich wieder glücklich und zufrieden fühlt. Ja? Wohlstand steht dir zu, sag ja zum Leben, hab Vertrauen, dass es dich an die richtige Stelle bringt. Ja, also ich spüre schon wirklich intensive Prozesse, intensivste Prozesse, Loslassen, Reinigung, aber auch schon wunderschöne Dinge am Kommen hier. Und ja, ich wünsche dir ganz viele Engel, hier kamen ja die Engel, ganz viele Segen, ganz viele Engel und lass los, was nur geht und nimm an von deinen Gefühlen, von den Schmerzen, was geht. Lass die Gedanken ziehen und sorge gut für dich. Ja, wenn ich dich begleiten darf, mache ich das natürlich auch sehr gerne. Also alles, alles Liebe von mir, Segen und viele, viele Engel, die dich beschützen und führen und dir helfen. Alles Liebe, Satnam.